Hallöchen, meine lieben Zuschauer, zu einer neuen Folge von So gut wird. Heute schauen wir uns den guten Erik Schurano vom 1. FC Nürnberg an, vom Club, 20 Jahre jung, also schon ein bisschen älter, muss man sagen, offensiver Spieler. Und wie ich finde, schon sehr, sehr interessant, weil er ist jetzt natürlich ganz krasser Spieler, hat aber trotzdem schon vor allem im physischen Bereich, oder weiß dazu überzeugen, ist auch im mentalen und im technischen vor allen Dingen auch sehr, sehr gut. Vor allem die wichtigen Fähigkeiten vorne beherrscht er ja schon ganz ordentlich, hat eine ordentliche Schnelligkeit und ohne Ball sehr, sehr gut, da er 15 Nervenstark ist er auch einigermaßen, eine ordentliche Zielstrebigkeit, hat zudem eine gute Größe und ein gutes Gewicht, gepaart mit einer ordentlichen Kräftigkeit, sagen wir es mal so. Also ist jetzt nicht so ein Lauch, sondern schon jemand, der einen Körper hat und weiß, wie man ihn einsetzt oder zumindest, ja, denke ich mal, dass er es weiß, ne, sollte er zumindest. Ansonsten hat er eine gute Einsatzfreude, antizipiert ganz gut und auch im technischen Bereich, gepaart mit einer Sprunge von 13, Kopfballtechnik von 13, gut, da ist er ein bisschen überdurchschnittlich natürlich zusammen gepaart, um es nochmal zu sagen, mit der Größe, aber hat dafür einen ordentlichen Abschluss von 13, kann ordentlich dribbeln, hat eine gute Ballannahme, auch technisch in Ordnung. Passspiel 10, Übersicht 10, okay, jetzt nicht so krass, aber geht auf jeden Fall auch. Defensiv kann er natürlich nichts. Man könnte ihn sogar auch auf dem Flügel einsetzen, aber ja, dafür hat er einen zu schwachen Weitschuss und auch die Flanken sind natürlich nicht so gut. Ich denke schon, dass er am besten vorne aufgehoben ist und da auf jeden Fall, vor allem in der zweiten Liga, wo er mit Nürnberg dann am Anfang spielt, sicherlich die ein oder andere Bude erzielen kann. Allzu teuer ist er auch nicht, 500.000 bis 1,5 Mille und ich glaube, man kann da wirklich locker mehr rausholen, also wenn in etwa für diese Summe zu kriegen ist, dann sollte man ihn auf jeden Fall holen, weil, ja, man wird locker da 4, 5, 6, 7 Millionen rausholen können, selbst wenn er sich durchschnittlich entwickelt, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall deutlich mehr drin. Ja, und wie er dann mit 30 Jahren aussehen wird, sehen wir jetzt. Also die Entwicklung ist eigentlich, ja, ganz knapp zu sagen, also nun die Sprunghöhe ist um einen Punkt gestiegen, klar, er ist gerade vertragslos, aber wenn man sieht, seit wann, ja, ich glaube, ein halbes Jahr, weil, glaube, die Saison Ende des Jahres immer irgendwie so um den Dreh. Also höchstens ein Jahr, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ja, da verliert man jetzt nicht krass viele Punkte in einem Jahr. Dann mehrere Jahre, dann klar, haben wir auch schon gesehen, ein paar Beispiele, ohne zu spoilern. Aber, oder ein Beispiel haben wir bislang gesehen. Aber natürlich, ja, was bislang hier passiert ist, ist gar nichts. Also vielleicht, wenn man dieses eine Jahr Vereinslosigkeit wegnehmen, wird er weniger Minuspunkte haben, aber dann trotzdem kaum Entwicklung. Also, was heißt kaum? Keine Entwicklung. Die Sprung, er kann höher springen, das ist schön. Größe ist gleich geblieben, selbst Gewicht ist gleich geblieben. Also da ist wirklich nichts passiert. Einfach nichts. Ja, hat er viel gespielt? Nein, nicht wirklich. Also das ist auch ein bisschen komisch, dass er in Nürnberg so wenig gespielt hat. Hier 5 Spiele, da 2, dann ein ganzes Jahr gar nichts, dann hier 4, 3. Also er hat erst in der Major League Soccer ein bisschen angefangen zu spielen, der aber auch nicht so viel geknipst war, da auch nicht unbedingt Stammspieler. Also klar, ein bisschen verschenkt durch fehlende Spielpraxis. Ich glaube, in der zweiten Liga locker, ganz im Ernst, locker gut genug gewesen, also wäre gut genug gewesen für den 1. FC Nürnberg. Aber gut, wenn der Verein mit der Trainer andere Planung hat, dann ist das nun mal so, das kennt man ja. Ja, mehr muss man, glaube ich, überall nicht sagen, außer dass er eine riesen Enttäuschung ist und ja, schwer einzuschätzen, weiß ich nicht, aber glaube, es macht wenig Sinn, ihn zu holen. Ja, wirklich. Ich würde persönlich abraten, ihn zu holen. Klar, für so eine kleine Summe, wenn man als großer Verein mal holen möchte, zu gucken, was wird aus ihm? Vielleicht ein deutsches Talent? Ja, okay, aber nee, macht, glaube ich, keinen. Das war's dann mit Erik Schurano. Morgen geht's dann weiter mit Zeno Debast, weiß nicht, das ist ein belgischer Abwehrspieler vom RSC Anderlecht und wisst ja, Belgien hat hin und wieder ja schon ganz krasse Talente und ja, dieser Debast gehört auf jeden Fall zu einem von denen. Schaut gerne vorbei und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr sonst so machen soll. Ihr wisst ja, Maximalalter 22 zu Beginn. Ansonsten habt einen schönen Tag. Ciao, tschüss, euer Dento.